Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Weiter geht's hier beim Stage-Bewerter mit Suzaku's Castle. Yo! Suzaku's Castle, die Stage von Ryu, die legendäre Street Fighter Stage wird jetzt gemacht. Oh ja. Gefällt mir sehr gut vom Design, vom Hintergrund und alles. Ich mag auch diesen japanischen Flair, das hat was. Kann ich mich ja sehr gut mit identifizieren als Fan der Samurai Warriors und Dynasty Warriors Reihe. Deswegen komme ich da ganz gut mal mit klar. Diesen Flair des asiatischen. Na, ich bin da halt ein bisschen konform. Deswegen hat die Stage immer Sympathiepunkte für mich. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht drüber reden. Ich möchte die Stage erstmal an sich beschreiben. Hier haben wir zwei Durchschliffplattformen, wo man sich natürlich trotzdem dranhängen kann. Wie wir eben schon gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob diese jetzt wirklich auch durchschliffbar ist. Wir testen das mal. Ne, die ist gar nicht durchschliffbar. Okay, die untere nicht. Mann, ich habe Bullshit erzählt. Ne, hier kann man nicht durch. Nur unter die obere kann man durchschliffen. Das hier ist die Basisplattform der Stage. Hinten befindet sich ein Walk-Off, den man wieder richtig krass abusen kann. Und hier ebenfalls eine lange, durchschliffbare Plattform. Competitive ist die Stage deswegen nicht, weil es eben halt diese Walk-Offs gibt. Und diese kleinen Plattformen am Rand würden wieder das Camping fördern. Und das ist halt auch so ein Punkt, warum die Stage nicht competitive erlaubt ist. Designtechnisch ist sie super gut. Allerdings finde ich, ist es nicht so an Street Fighter Original dran, vom Design der Stage. Die Omega ist halt am Street Fighter Original dran, weil es gab in Street Fighter ja keine Abgründe und so, und trotzdem gibt's sie hier. Und Walk-Offs gab's auch nicht, es gab immer eine Wand, glaube ich, in Street Fighter. Konnte ja einen nicht daraus schenken. Es ist halt nicht nah am Original, dass es einen Walk-Off gibt und eben halt diesen Abgrund. Aber die Omega-Version ist halt quasi genau wie in Street Fighter dann. Aber diese Stage ist halt ein bisschen anders. Ist trotzdem cool designt, mir gefällt sie. Ist jetzt aber auch nicht, ja, nicht irgendwie das Weltwunder der Stages. Weil irgendwelche Besonderheiten befinden sich ja hier nicht. Ist eine ganz gute, mittelgroße Stage, wo man ein bisschen Spaß drauf haben kann mit Items. Weil hier geht ordentlich was ab. Wenn die Items ins Rollen gebracht wurden, kann man immerhin noch da hinten fliehen. Weil hier ist man meistens safe, die meiste Item-Action geht hier auf dieser Basisplattform ab. Und da hinten ist man in der Regel immer mehr safe als hier auf der Hauptplattform. Was gebe ich der Stage? Hintergrund ist halt super geil, muss ich einfach positiv bemerken. Aber da es nicht nah am Original dran ist und der Walk-Off schon ein bisschen nervig ist, gibt es halt wieder ein bisschen Abzüge. Deswegen landen wir insgesamt bei einer 3 plus nur. Das heißt, nur ist ja auch schon nicht schlecht eigentlich, aber ja, die wäre halt besser, wenn diese Kritikpunkte, die ich erwähnt habe, nicht vorhanden wären. Aber gut, sie sind da, wir haben es zur Kenntnis genommen und ja, eure Meinung zur Stage in die Kommentare. Die Omega, finde ich, ist auf jeden Fall Weltklasse. Und ja, selbst wenn man sagt, ja, jetzt habe ich Geld für diese Stage ausgegeben, wobei man natürlich auch Ryu mit dabei hatte. Aber wenn man jetzt das auf die Stage bezieht, jetzt habe ich echt Geld für diese Stage ausgegeben, obwohl ich die gar nicht so mag, dann kann man immer noch sagen, für die Omega hat sich es auf jeden Fall gelohnt, weil die ist wirklich einmalig. Richtig klasse Omega. Ja, Upsmash. Hat fast für Zero Suit sogar gereicht. Krass. Komm. Machen wir es wieder mit Banane. Ohne Banane geht, kriegst du so, kommen nicht gut kaputt. Die alles immer perfekt auf Reaktion Spot dodgen. Und habe ich mich jetzt hier umgemacht? Nein. Ich kenne doch meine Abi. Ist doch nicht umsonst die Simme-Abi. Oh, was ist das denn? Der macht ja nur Upsmash. Ja. Eure Meinung zu der Stage natürlich in die Kommentare. Ob ihr es auch so kritisch seht wie ich. Das ist einfach zu weit, sich vom Original entfremdet hat. Oder ob ihr sagt, ja, ich finde es so geil, dass es so ist, wie es ist. Aber, ja, ich bin gespannt. So, hauen wir den mal raus. Endlich sind wir los. Jetzt können wir hier ein 1 gegen 1 gegen Zero Suit machen.
Mit einem Backthrow können wir die rauswerfen. Oder mit einem Forward-Throw natürlich auch, wenn wir richtig stehen. Ja, und bei bestimmten Tracks ändert sich dann der Soundtrack, wenn der letzte Gegner auf dem Schlachtfeld beim letzten Stock angekommen ist. Das ist immer ganz toll. Echt klasse Gimmick, auch an die Street Fighter-Reihe angelehnt natürlich. Das war da auch so. Kurz vorm Tod quasi. Oder war das in Runde, in der Finalrunde dann so, wenn einer Matchball quasi hat. Das weiß ich gar nicht genau. Ja, wie auch immer, dieses Element gab es auf jeden Fall in Street Fighter, dass sich der Track dann auch mal ändert. Und das haben sie halt auch integriert und das finde ich cool. Gut. Gleich wird es intens, da werden wir gegen die Ryo Amiibo antreten. Das ist wirklich heftig, denn normal killt der Shoryuken ja schon bei 60% und dann halt noch viel eher, wenn es ein Amiibo ist. Natürlich mit Rage killt der Shoryuken erst. Nur mit Rage killt er so früh, der Shoryuken. Ja, da war es geschafft. Nur 68? Warum nicht 69? Sonst steht er immer 69. Kenn das. Magic of 69. Aber gut. Ja, Freunde, wie gesagt, ich werde jetzt die Ryo Amiibo aus dem Schrank holen. Und dann treten wir gegen die an. Ich blicke da zuversichtlich in die Zukunft, dass wir das packen werden. Das ist immerhin Diddy Kong. Diddy Kong ist ganz gut gegen Ryo und wenn wir da safe spielen, können wir das auch gewinnen. Also bis gleich. The journey of the Amiibo has just begun. Ryu! Son Goku ist das. Ja, ich habe hier extra Son Goku Farm genommen, damit ich ihn Son Goku nennen kann. Na, so einfach ist das. So, wir gehen jetzt auf Ryu Omega Stage. Susaku Castle Omega. Der Hintergrund bleibt gleich, er bleibt genauso cool. Aber hier ist noch ein ganz tolles Element. Wenn man hier nicht an den Schildern weggeschlagen wird, dann... Wow. Super Saiyajin. Dann gehen die kaputt für eine gewisse Zeit. Es hat natürlich keinen Effekt auf den Schlachtverlauf, aber es ist ein cooles Gimmick, wie ich finde. So. Wie spielt man das Ryo-Matchup mit Diddy Kong? Man rennt eigentlich nur weg und macht nur Banane. Aber in der Ätzi-Banane ist es natürlich eklig. Aber man rennt eigentlich nur weg, aber da hat er erhöhtes Movement-Speed hat. Und, okay. Dazu mag ich es keine gute Option, mein Freund. Und halt diese Ability hat, dass er beim Rennen auch Damage macht, kann das ein bisschen schwieriger werden. Eigentlich jeden Ryo in Deutschland schon besiegt. Im Turnier. Und deswegen kann ich das Matchup eigentlich ganz gut mit Diddy Kong. Ist aber auch für Diddy. 55 für Diddy Kong das Matchup. Muss nur aufpassen, dass er nicht Shoryuken macht. True Shoryuken killt jetzt schon lange. Und dann noch bei Amiibo. Also ich bin wahrscheinlich bei 50% tot, wenn er Rage hat. Muss nur aufpassen. In Killprozenten, wie gesagt, einfach nur Peanuts spammen. Auf Long Distance. Und sobald er sich nähert, kann man halt mit der Banane kommen. Sobald er einen Laggy Move macht, Banane F-Smash. Oder Banane Up-Smash. Down-Tilt kann man natürlich auch versuchen, man kann versuchen, ja, Shoryuken, war aber nicht der Sweet-Spot zum Glück. Man kann versuchen, ihn zu cross-uppen und dann Down-Tilt up-Smash zu machen, das sind die einzigen Möglichkeiten, die man als Silicon hat. Wenn man safe zu Ende spielt und Campy spielt, dann ist das Matchup auf jeden Fall sehr gut machbar für Diddy Kong. Wie gesagt, ihr habt da keine Probleme, ich werde weiterhin wahrscheinlich gegen die Ryus in Turnieren gewinnen. Aber auch schon knappe Dinger gehabt. Mit Kyo zum Beispiel. Ist einer der besten Ryo-Spieler auf jeden Fall. Deutschland. Aber er hasst meinen Diddy wirklich. Wenn ich eben halt das Matchup so perfekt spiele quasi. Und halt genau das Abuse, was Ryo schwächer macht. Ryo ist zwar ein super Charakter, hat aber ein paar Flaws. Nämlich, ja, das langsame Movement. Er ist jetzt nicht so mobil. Und eben halt die Tatsache, dass er ausgekämpft werden kann und nicht so die besten Approach-Tools hat. Und Fair ist auch immer gut gewesen, Retreat-Fair, um auf Distanz zu halten, wenn er, sobald er sich in Luft befindet und nicht so auf Focus-Attack macht, dann kann man immer mit Retreat-Fair agieren, weil die Range ist halt auch ein Problem von Ryo, die ist nicht so gut. Das kann ich auch immer ganz gut abusen,
Wenn Rio Fuchs Attack macht auf dem Boden, kann man auch mit Api reinfliegen. Dann müsst ihr das Jetpack explodieren lassen. Dann trifft erstmal das Jetpack im Flug. Und die Explosion an sich sind zwei Hits. Und insofern kann man die Fuchs Attack besiegen. Dazu mag ich schon wieder. Aber wir müssen aufpassen. Was man noch beachten muss, ist, wenn Rio zu nah ist, abhauen und nicht im Schild bleiben, weil ansonsten macht das Strong F-Tilt und dann ist es Shield Break. Ist auch gefährlich. Amiibo ist auf jeden Fall gefährlich, sollte man nicht unterschätzen. Ist auch eine gute Amiibo, ich spiele das Matchup halt super gut. Ist ein Matchup, was ich in meinen Augen perfekt spiele. Eins der wenigen Matchups, wo ich wirklich sagen kann, well, da gibt es nicht viel Verbesserungsbedarf. Deswegen denke ich schon, dass wir das packen werden. Sein, jetzt kommt ein Shield Break und dann irgendwas Ekliges. Ich meine, er hat jetzt Super Rage. Weiß nicht, ob der Shoryuken jetzt schon killt. Oder Up-Tilt Shoryuken oder so macht. Keine Ahnung. Und es reicht nicht. Was? Der Up-Tilt, Up-Smash scheint stale zu sein. Das heißt, ich muss erstmal ein paar andere Moves machen, damit er wieder gefährlich wird. Shit. Das Gute ist, er kann Didi auch Offstage nicht so gut kriegen, weil Rios Offstage-Game, Gimp-Game nicht so gut ist. Beziehungsweise kaum vorhanden ist. Deswegen haben wir da auch ganz gute Karten, weil normalerweise ist Didis Schwäche immer Offstage. Und das umgehen wir hiermit. Oh, der F-Smash hat natürlich gesessen. So hat Kyo mich meistens auch mal gekriegt, indem er F-Smashes an Ledge benutzte und so. Damit möglichst viele Optionen coverte. Meistens hat er mich nicht mit Shoryuken gekriegt, weil ich das eben mal perfekt immer vermieden habe. Muss mich wieder mehr konzentrieren, weil er holt ganz gut auf. Gerade ein bisschen unsafe. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mit Bananen nur gespielt und schon läuft es wieder nicht mehr so gut. Ich spiele das Matchup eben halt nur mit Bananen und Peanuts. Oder halt manchmal Retreat Fair, wenn er zu nahe kommt. Ah, die Fair wird bald töten von Rio. Auf jeden Fall die Zero Suit. Konnte ich freestocken, die Amiibo. Rio Amiibo ist auf jeden Fall viel, viel besser. Auch gefährlicher. In der Tatsache, weil es Rio ist. Rio ist immer gefährlich. Deswegen muss ich mich hier schon richtig anstrengen. Aber ist alles sehr gut machbar. Sehen das ja, wir haben noch ein Stock mehr und Rio ist bald schon in Killprozenten. Ich natürlich auch, aber das ist ja. Wie gesagt, erstmal ein zweiter Song und das war's auch schon. Mit Super Rage haben wir dann F-Smash reingeklopft und das war's. Two-Stock, solide. Solide runtergespielt. Ja. Ja, mit Didi kann ich halt alle meine Amiibo schlagen, weil ich nehme auch ganz gerne mal andere Chars. Gut, im nächsten Part gibt's Miiverse. Dann werden wir wahrscheinlich wieder gegen irgendeinen Mii antreten. Joa. Wahrscheinlich den Mii Gunner. Migana Amiibo. Wird mir jetzt am besten in den Sinn kommen für Miiverse. Besser als Mii Swordfighter. Swordfighter stelle ich mir vor bei Burgen oder so bei epischen Schlössern und nicht bei Miiverse. Deswegen Migana Amiibo im nächsten Part. Und natürlich das Miiverse an sich. Ist wieder die gleiche Sache wie Battlefield, aber dazu im nächsten Part ein bisschen mehr. Gut, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.